In den meisten indischen Familien werden Töchter im Glauben erzogen, dass sie weniger wert sind als Männer und den Männern absolut untergeordnet. Es braucht Familienplanungsprogramme. Man muss auf eine freiwillige Teilnahme der Gesellschaft und Einzelpersonen setzen, um empfängnisverhütende Maßnahmen zu fördern, ungewollte Schwangerschaften zu reduzieren und die Zahl herbeigeführter Abtreibungen so gering wie möglich zu halten. Söhne werden vergöttert und gefeiert. Söhne sind die Garantie für finanzielle Sicherheit im Alter. Viele Söhne zu haben bedeutet alles, aber die zukünftigen Frauen dieser Söhne fehlen. Sie wurden getötet. Es sind nicht nur die Ungebildeten und die Ärmsten, die ihre Töchter abtreiben. Im Gegenteil. Unsere Statistiken zeigen, dass Abtreibungen eher in den wohlhabenderen Gesellschaftsschichten vorkommen. Gerade in ökonomisch entwickelten Regionen wie Punjab und Haryana. Das sind die schlimmsten. Zum Beispiel Süd-Delhi, die Hauptstadt Indiens. Das sind gebildete Menschen, die wissen, dass es illegal, dass es unmoralisch ist, dass es gegen die Religionen verstößt. Aber das sind die Leute, die solche Abtreibungen vornehmen. Denn sie denken, dass in der modernen Konkurrenzgesellschaft, wo jeder jeden frisst, Töchter nur ein Problem sind. Um dieses gezielte Töten von Mädchen stoppen zu können, braucht es eine verbindliche soziale und wirtschaftliche Politik. Nur dann können die Grundrechte von Frauen und Mädchen gewährleistet werden. Ein Team am Indian Center for Human Rights and Law kämpft darum, entsprechende Gesetzesvorlagen durchzusetzen. Warum ist es so schwierig, dieses Ziel zu erreichen? Die Regierung setzt sich aus Menschen zusammen, die im Grunde genommen der gleichen Ideologie nahestehen wie die Mehrheit der Bevölkerung. Einerseits muss die Regierung der internationalen Gemeinschaft beweisen, dass sie etwas in Bewegung setzt. Auf der anderen Seite tut sie das nicht wirklich aus Überzeugung. Und deshalb setzt sie auch keinen allzu großen Druck auf. In Indien gehört der Brauch der Mitgift immer noch zur Heirat, obwohl ein Gesetz dagegen seit fast 50 Jahren in Kraft ist. Trotz des offiziellen Verbotes gibt es praktisch keine Anklagen wegen Missachtung des Gesetzes. Die Mitgift gehört ganz automatisch zur Heirat. Even the politicians, if you see. Sogar die Politiker, also diejenigen, die die Gesetze machen und vertreten sollten, sie selber zahlen Mitgift oder erhalten Mitgift. Es ist ein Geben und Nehmen. Die Frau zieht ins Haus des Mannes. Zuvor wurde vertraglich festgelegt, welche Summe die Eltern der Braut zu zahlen haben. Aber der Mann oder die Schwiegereltern stellen neue Forderungen, so wie: Jetzt wollen wir noch ein Auto, jetzt wollen wir noch eine Wohnung. Und wenn die Frau das alles nicht geben kann, schlagen sie auf sie ein. Manchmal so stark, dass sie an den Folgen stirbt. Gemäß Amnesty International gibt es in Indien ca. 15.000 Tötungsdelikte wegen der Mitgift. Die meisten werden als Küchenunfälle deklariert. Wenn sie nicht von ihren Männern getötet werden, werden viele Frauen Opfer von Säureattacken. Und dies nur, weil ihre Familien den zusätzlichen Forderungen nicht nachkommen können. Immer häufiger beschäftigen sich Anwälte und indische Gerichte mit solchen Fällen. Denn immer mehr Frauen getrauen sich, für ihre Rechte einzustehen und ihre gewalttätigen Ehemänner anzuzeigen. Die indischen Frauen sind in den letzten 50 Jahren wirtschaftlich unabhängiger geworden. Die Frauen verlangen eine höhere Wertschätzung in der Gesellschaft als jemals zuvor. Es sind bereits Fälle bekannt, wie zum Beispiel in Punjab und Haryana, wo Frauen aus sehr armen Regionen in Indien hergeschafft und mit 3 oder 4 Brüdern gleichzeitig verheiratet wurden. Und in manchen Fällen kommt sogar noch der Vater dazu. So benutzen 5 Männer diese eine Frau, weil Frauen fehlen. Gesetze gegen die Abtreibung weiblicher Föten existieren in Indien seit 1994 und neuere Gesetze verbieten die Geschlechtsbestimmung des Fötus vor der Geburt. Im März 2006 wurde zum ersten Mal ein indischer Arzt zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, weil er das Geschlecht eines Fötus abgeklärt und dann eine Abtreibung vorgenommen hatte. Das sind erste positive Schritte. Aber um solche traditionellen Gewohnheiten zu ändern, braucht es Jahre, Jahrzehnte. Wie viele Mädchen werden noch ermordet? Wie viele
können gerettet werden. Ungeachtet aller bestehenden Gesetze, einen Sohn auf die Welt zu bringen, ist immer noch die wichtigste Aufgabe einer jung verheirateten Frau. Und schlussendlich der einzige Weg, ihre Stellung im Haus ihres Mannes zu verbessern. Gemäß Schätzungen von UNICEF werden mehr als 2 Millionen Mädchen im Jahr an ihren Geschlechtsorganen beschnitten. Diese Tradition ist über 3000 Jahre alt. Sie kann keiner Religion oder sozialen Schicht zugeordnet werden.